Ja, der nächste Morgen, es geht weiter. Den gestrigen Abend habe ich dann wieder am Notebook verbracht, Bilder sichern und so weiter. Jetzt verlasse ich diesen Platz hier wieder, ein sehr schöner Platz. Es geht weiter zum Storfhausen. Stromschnell, Wasserfall, wie man immer sagen mag. Das ist das nächste Ziel. Es geht los. Ihr seid dabei. Wie bin ich um 10:05 Uhr da an den Stromschnellen Storfhausen? Bisher war es immer sehr zuverlässig. Schauen wir mal. Ebenfalls wieder eine schöne Straße hier. Storfhausens angekommen. Ja, ein riesen Parkplatz hier. Camping verboten. Das steht schon mal fest. Aber Parkplatznot habe ich noch nicht gerade. Hab mich mal so mitten reingestellt. Da habt ihr es schwarz auf gelb. Dort drüben ist ein WC-Haus. Hier vorne eine Informationstafel. Gehen wir mal dahin. Das sind so einige Erklärungen zum Naturreservat hier. Ich staune immer wieder, Schweden im Mai, wie leer das ist. Wi-Fi-Spot. Na gut. Ich bin gespannt. Dann gehen wir doch mal darunter.
bin am Ende meiner Runde Dorf Ostenstrom schnell. Ihr habt die Bilder jetzt schon gesehen. Ich stehe hier noch und überlege, ob ich irgendwas davon wegschneiden kann. Habe so viel gefilmt hier, aber ich glaube, es ist alles unverzichtbar. War es euch so viel? Unglaublich beeindruckend. Wunder der Natur. Das war meine Runde am Storfossen. Ich sage es nochmal, unglaublich beeindruckend. Ich habe sogar ein Magnetschild bekommen. Der Shop hat geöffnet. Und inzwischen sind noch ein paar Menschen angekommen. Aber ich hatte den Wasserfall fast für mich alleine. Mein nächstes Ziel ist der Abisko Nationalpark. Der ist aber noch eine ganze Ecke weg. Werde ich heute nicht mehr ankommen. Realität ist, ich muss tanken. Und wenn ich einen Ort finde, wo es so einen Mediamarkt oder sowas gibt, wäre auch nicht schlecht. Ich brauche eine neue SD-Karte. Eine mit Power. Und wenn man bereit ist, auf den ersten Platz zu verzichten, steht man weiter hinten immer noch alleine. Tja, dann verlasse ich mal wieder den Parkplatz Storfossen. Es geht weiter, Abisko Nationalpark. 21 Grad haben wir hier. 27 Grad waren gerade im Fahrzeug, wie ich zurückkam. Und ich bin nahe am Polarkreis. Danke, Wetter, dass du so gut zu mir bist. Es ist soweit. Ich überquere den Polarkreis. Ja, größerer Parkplatz hier. Drei deutsche Wohnmobile. Da oben gibt es was Touristisches. Werde ich jetzt mal hingehen. Und jetzt stehe ich genau drauf. Markiert durch dieses Türmchen. Die Steine da unten. Und die andere Seite markiert dieses Schild und diese Treppe den Polarkreis. Ja, wenn ihr noch was lernen wollt, schaltet auf Standbild. Ich gehe auf den Polarkreis. Und so sieht das Ganze von oben aus. Na, einen Shop gibt es hier natürlich auch. Wo so einiges vorrätig ist. Na klar, ein Magnetschild. Zur Erinnerung an Nordschweden insgesamt. Was für eine Traumlandschaft. Da kommt man nicht alle Tage vorbei. Mal schauen, was es da unten noch gibt. Zumindest sieht es nett aus hier. Und an einem solchen Ort zwei Grillplätze einzurichten, das ist nur in Schweden möglich. Ein weiterer dicker Marker auf dieser Reise. Der Polarkreis. Ab jetzt sollte die Sonne nicht mehr untergehen. Und sie scheint, die Sonne. Mir ist richtig warm. Mann, habe ich ein Glück mit dem Wetter. Geht trotzdem weiter. Kann nicht überall bleiben, wo es schön ist. Und tanken muss ich auch noch. Immer noch.
Hallo. Tja, ich schaue gerade, das waren so 450 Kilometer heute, die ich gefahren bin. Zum Storfossen, Polarkreis vorbei. Und dann nochmal eine ganze Ecke bis hier fast zum Abisko-Nationalpark. Da darf ich eh nicht parken, nicht übernachten. Da habe ich mir vorher an diesem See hier, der heißt Tornetresk, auf einem Parkplatz einen Stellplatz gesucht. Hat auch ganz gut geklappt. Hier sind sogar zwei Fahrspuren hier für Wohnwagen, Wohnmobile. Da ist ein Toilettenhaus. Zeige ich euch jetzt alles. Ja, so sieht es aus hier. Parkplatz maximal 24 Stunden, das reicht mir. Dann gehen wir mal nach vorne. Schauen uns den See an. Da in der Ecke stehen noch zwei Wohnmobile. Neben Carlo seht ihr das Toilettenhaus. Ist auch geöffnet. Und sieht ein bisschen ungefleckt aus hier, würde ich mal sagen. Aber das soll mich für diese eine Nacht hier nicht stören. Ja, was diese Hütte beinhaltet, kann ich euch leider nicht sagen. Hier ist nochmal eine Sitzgruppe. Sieht aus wie ein Grill, was daneben ist. Aber in Schweden inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Hier ist halt viel gelöst, was man in Deutschland gerne hätte. So. Da ist noch eine Sitzgruppe. Noch ein Grill. Ja. Und hier ist erstmal Ende. Hier kommt von rechts ein Bach. Im Hintergrund seht ihr die Berge. Schneebedeckt. Und das ist der See. Hat noch eine kleine Eisschicht oben drauf. Trägt sicherlich nicht mehr. Ist aber noch da. Die Grillgerätschaft ist direkt mit vor Ort. Hier sollte man aufpassen, wo man hintritt. Sonst liegt man im Bach. Ja, noch so einige Schneeflecken hier. Obwohl, wie ich angekommen war, waren es noch 16 Grad. Jetzt vielleicht ein, zwei Grad weniger. Eine nette, dezente Aufforderung. 24 Stunden steht da vorne ein Schild. Ich fahre vorsichtig, auf jeden Fall. Doch das Grillen scheint ja sehr beliebt zu sein hier. Ja, für einen letzten Platz vor dem Nationalpark ist das auch gar nicht schlecht hier. Ist da alles okay. Tja, ich gehe wieder ins Wohnmobil. Ich denke, für heute ist auch alles gesagt. Morgen fahre ich den Rest zum Nationalpark. Und ich hoffe mal, das Wetter bleibt so. Dann wird es ein Wandertag. Bin genug gefahren die letzten Tage. Okay, bis morgen. Ich bin schon auf dem Weg zum Abisko Nationalpark. Hab hier super gut geschlafen. Wetter ist immer noch gut. Wir haben schon 16 Grad. Das um 9.30 Uhr am Morgen. Ich werde wahnsinnig. Ja, heute ist Wandertag. Bereitet euch darauf vor.
Da bin ich, Abisko Nationalpark, Touristenzentrum. War noch reichlich Platz hier auf dem Parkplatz, auch für Wohnmobile erlaubt, tagsüber. Hier ist noch ein weiterer großer Parkplatz angrenzend. Gut, ihr seht, no Camping. Das bunte hier ist Schweden. Und hier oben ganz im Nordwesten die Nummer 1. Das ist der Abisko Nationalpark. Eine Tafel mit Erklärungen. Und das ist die Fläche. Hier ist ein Naturum. Dort ist die Touriststation. Spannend wäre jetzt ein Wanderwegeplan. Mal schauen, ob das schon offen hat, ob hier jemand ist. Tja, hier ist kein Mensch. Leider auch kein Wegeplan oder sowas. Da bin ich mal gespannt. Nicht, dass ich mich verirre hier im Nationalpark. Na, Zeichen sind da. Ich meine, in einem Video gesehen zu haben, dass jemand den roten Weg gegangen ist. Der hat mir ganz gut gefallen. War es der rote? Kungsleden, da weiß ich. Das ist ein Fernwanderweg über 180 Kilometer. Ja, ich glaube, den schaffe ich heute nicht. In allen Videos, die ich vom Park gesehen habe, ist man immer durch diesen Tunnel gegangen. Das wird dann wohl richtig sein. Hier ist sowas wie ein Lagerplan. Schauen wir mal. Ich habe jetzt erstmal im Internet ein bisschen geschaut, was es hier für Wanderwege gibt. Die Entscheidung ist gefallen. Ich gehe erst den orangenen Weg, das ist so die Richtung, und dann den roten Weg, das ist mehr in der Richtung. Ja, was es da alles so zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt an. Ihr seid dabei. Ja, was soll das jetzt? Gerade mal 500 Meter gegangen und schon Wegesperrung. Wahrscheinlich deshalb werden wohl noch ein paar mehr solcher Ecken kommen. Wahrscheinlich ist Mai noch die absolute Vorsaison. Entsprechend bei uns März. Dann versuche ich jetzt mal den roten Weg. Ernüchternd, würde ich sagen. Auch dieser Weg, der Durchgang nicht gestattet. Was hier fein säuberlich gestapelt ist, sind die Sitze der Sesselbahn. Dass die selber noch nicht in Betrieb ist, wo man oben auf diesen Gipfel wandern kann, das konnte ich mir denken. Ein Arbeiter, der hier beschäftigt war, sagte was vom 17. Juni. Und dass die Wanderwege, die auf diesen Bergen entlang führen, geschlossen sind, konnte ich mir ja auch denken. Aber dass auch die Wanderwege hier unten im Tal geschlossen sind, hat mich unbedarften Mitteleuropäer natürlich überrascht. Ja, ich gehe mal noch da runter. Vielleicht gibt es da ja noch Möglichkeiten, ein paar Schritte zu machen.
Und ja nicht völlig umsonst hier den Weg hier hingemacht haben. Noch ein Versuch, der Weg den Kenjin entlang. Eine kleine Entschädigung, der Weg um den Canyon, immerhin, das war möglich. Es zieht sich ein wenig zu da hinten. Wird da wohl nicht die letzten Tage meines Schwedenaufenthalts noch Regen geben? Tja, schauen wir noch mal. Geschlossen. Geschlossen. Möglich. Ich bin wieder zurück beim Wohnmobil. Inzwischen haben sich zwei Deutsche dazugesellt. Aber für mich geht es weiter, wieder zurück, Kiruna. Und dann den Weg Richtung Finnland. Es geht wieder los, Abisko Nationalpark. Eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, weil alles noch geschlossen. Also wenn er hier links abbiegen in die unbefestigte Straße, ist ja gut. Dann in die nächste Straße links abbiegen. Wenn ihr hier mal hin wollt, ab Mitte Juni, vorher macht es keinen Sinn, wenn ihr wandern wollt oder selber fahren wollt. Ich fahre weiter, zurück Richtung Kiruna, dann Richtung finnische Grenze. Mal schauen, was passiert.